Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Hallihallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu Sunkenland. Zweiter Teil heute. Ne? Wir haben ja in der letzten Folge ja, das Sunkenland hier begonnen und haben hier angefangen, unsere Base zu bauen. Wir sind jetzt Tag 2 und wie soll es auch anders sein? Natürlich. Auch an Tag 2 werden wir wieder sehr viel tauchen gehen. Was ich aber noch machen möchte, ist einen vernünftigen Bogen bauen. Dafür brauchen wir Seile. Seile stellen wir aus Stoff her. So. Und jetzt haben wir endlich einen Bogen, den wir auch nutzen können zum Jagen oder zum Abwehren von Gegnern. Ich würde sagen. Ja, ich glaube, für eine zweite Kiste haben wir noch. Sehr gut. Also für eine zweite Kiste haben wir noch genügend Holz. Das heißt, wir bauen uns erstmal noch mal eine Kiste. Denn wir werden sehr viel Zeug. Wo baue ich das denn hier? Mensch, wir werden sehr viel Zeug rankriegen. Und dafür brauchen wir natürlich auch den Platz in den Kisten. Ihr könnt übrigens die Kisten hier ganz toll aufeinander stellen. Wenn dann die erste Kiste voll ist. Einfach die zweite nutzen, ne? So. Ihr werdet immer mal Kohle bekommen. Kohle immer aufheben. Das werdet ihr später brauchen, wenn ihr Schießpulver herstellt. Alles andere werden wir jetzt erstmal hier einfach random reinmachen. So, die Krabbe essen wir noch. Und los geht's. Ich würde sagen, wir gehen wieder weiter tauchen. Denn wir brauchen sehr viel Metallschrott. Und ja, andere Sachen, die wir so finden. Wie gesagt, immer mal die Augen aufhalten. Was Haie betrifft, ne, die Haie, die werden uns hier ziemlich oft den Tag vermiesen. Da hinten schwimmen sie. Hier ist jetzt nichts. So, also weiter Autos looten und natürlich auch die Gebäude. Das ist natürlich auch wichtig. Ne, und je mehr Metallschrott wir zusammenbekommen, umso eher können wir uns nachher unsere eigene Insel bauen, beziehungsweise unseren Safe Place, dass wir nicht, ja, dass wir es nachher nicht so schwer haben, wenn wir angegriffen werden. Ich finde die Wasseroberfläche total geil, wenn man gerade unter Wasser ist und man schwimmt hier. So, hier sind wir schon mal Schwertfische. Die sind jetzt überhaupt nicht gefährlich, ne? Da braucht ihr jetzt keine Angst zu haben. Bei den anderen Haien sieht die Sache schon anders aus. Was ihr hier unten auch findet, was wir aber jetzt im Moment nicht sehen, sind diese roten Algen. Die brauchen wir natürlich auch, um uns zu heilen, wenn wir mal verletzt sind. Mal gucken, vielleicht finde ich ja welche. Erstmal auftauchen wieder, ne? Das ist so nervig, zum Anfang. Da unten ist eine rote Alge. Da sehen wir sie schon. Werde ich gleich mal holen. Ich glaube, wir brauchen drei rote Algen für einmal Medizin. Die sind aber relativ schnell zu ernten, ne? Also von daher ist das jetzt nicht ganz so tragisch und dramatisch. Schon ist es unseres. So, Metallschrott. Auch hier von dem Traktor werden wir hier Metallschrottkomponenten bekommen. Die Komponenten brauchen wir auch für gewisse Teile, die wir uns dann bauen wollen. Da steht schon wieder ein Auto. Also im Moment ist noch alles reichlich vorhanden. Sieht dann nachher auch schon ein bisschen anders aus, wenn ihr eine Weile gelootet habt. Dann, ja, werden euch irgendwann die Autos fehlen, die Metallschrottberge werden euch fehlen. Darum zum Anfang gut überlegt handeln. Ich habe zum Anfang auch alles mitgenommen, alles eingesammelt. Wurde mir dann später auch nicht zum Verhängnis, im Gegenteil. Es war dann einfacher, weil ich hatte einfach die Teile gehabt. Ich wusste, ich habe noch Komponenten. Ich wusste, ich habe noch, ja, so die Abfallprodukte quasi vom Kochen, ne? Die Kohle. Das lernt man mit der Zeit, wenn man immer wieder so eine Crafting-Spiele spielt. Dann merkt man, ja, die Macher haben sich was dabei gedacht, dass man so ein Zeug bekommt. So, hier war jetzt Stoff und Metallschrott dabei. So, zweite Etage, Holz ist jetzt nicht so wichtig. Da können wir auch bei Polizeiautos auch sehr, sehr wichtig.
Denn die Polizeiautos bringen nicht nur Schrott, die bringen auch Munition, Schießpulver und Waffenteile. Na, werden wir gleich sehen, was wir hier so alles bekommen. Metallschrott, Patronen, ne? Schusswaffenteile, alles ist dabei gewesen jetzt. Das brauchen wir dann später, wenn wir uns unsere ja, Pistolen zusammenbauen wollen. Und jetzt sind wir komplett voll. Ihr seht, die Kisten schwimmen da vor sich hin. Ist das auch gar nicht mal so schlimm. So, wo ist die Insel? Die ist da hinten. Wir sollten uns auch relativ schnell ein Boot zusammenbauen. Weil das Gute bei den Booten ist, dass die hinten eine Kiste haben. Das heißt, wenn euer Inventar komplett voll ist, taucht ihr einfach auf, schmeißt den ganzen Schrott, den ihr gesammelt habt, einfach in das Boot. Und dann könnt ihr an derselben Stelle wieder runter. So muss ich mir gleich meine Stelle zusammensuchen wieder. So, die Äste nehme ich auch wieder mit. Ne? Wir haben ja gelernt, immer alles mitnehmen, was wir hier finden. Okay, ich bin voll, komplett voll. So, irgendwo konnte ich hier hoch. Hier. So. Ah, die Leiter steht ein bisschen ungünstig, glaube ich. Weil der zittert ganz schön, wenn er hochgeht. So, Metallschrott. Sammeln wir hier unten. Das ist noch überhaupt nicht viel. Also das ist noch gar nichts eigentlich, was wir an Metallschrott haben. Komponenten, Stoffe, die werden hier automatisch aufgefüllt. Das muss in die nächste Kiste, die beiden Sachen auch. Und das auch. Okay. Also rein damit. Zack, zack, zack. Zack. So, die Eimer können wir eigentlich auch hier reinschmeißen. Dann haben wir wieder ein paar Plätze mehr, die wir belegen können. So, nicht gleich in den Tod stürzen. Okay. So, wir waren da hinten gewesen, ne, glaube ich. Ich glaube, da hinten sind wir gewesen. Wie gesagt, immer die Augen offen halten nach den Haien. Da hinten sind diese Schwerthaie da. Wie gesagt, die tun uns gar nichts. Also die könnt ihr auch übrigens jagen. Da bekommt ihr dann auch Fischhaut und ja, das Fischfleisch. Was natürlich auch sehr schmackhaft ist. So, die Radstapel hier oder Räderstapel könnt ihr auch. Da bekommt ihr Gummi. Die könnt ihr auch looten. So, nicht in irgendeinem Gebäude waren wir drinnen. Ne? Da sind jetzt liegen jetzt ja irgendwo Kisten rum, die wir jetzt natürlich wieder finden müssen erstmal. Darum sage ich, relativ schnell ein Boot bauen, damit man nicht immer wieder zurück muss und wieder hinschwimmen muss und sich dann sein Zeug zusammensuchen muss, sondern wenn ihr ein Boot habt, auftauchen, reinschmeißen das Zeug und ja, dann seid ihr eigentlich in dem Sinne relativ safe. Ich mache mal hier schon mal mein Inventar ein bisschen leer wieder. So, mal gucken, wo wir gewesen sind. In irgendeinem Gebäude sind wir gewesen. Kann sein, dass es hier war. Nee, hier nicht. Gucken wir weiter. Ja, das kostet jetzt natürlich auch wieder Zeit. Oh, hier sind Kisten. Sehr gut. Nehmen wir erstmal mit. Und tauchen langsam wieder auf, weil Sauerstoff wird knapp. Dann zeige ich euch mal diese Baupläne, die man hier sammelt. Die sind nämlich auch sehr, sehr wichtig. Tab ins Inventar. Sehen wir hier quadratischer Tisch. Rechte Maustaste, okay. Jetzt haben wir den quadratischen Tisch gelernt. Das sind übrigens die Dinge hier, die ich meinte wegen Eintauschen. Ne, überall, wo ein Dollarzeichen davor ist. Die Sachen könnt ihr dann eintauschen gegen andere Sachen, die die Händler haben. Zum Beispiel Metallschrott, Baupläne, Medikamente haben sie manchmal. Da muss man immer mal schauen, was die Damen so haben.
Aber wie gesagt, Metallschrott ist im Moment sehr, sehr wichtig für mich, weil ich eben die zweite Insel bauen möchte. Also ich möchte wirklich eine Plattform, eine große Plattform im Wasser bauen, damit die Piraten, die mich denn angreifen, nicht an Land kommen können, um auch zu verhindern, dass sie nicht jede Waffe nutzen können, ne? Beziehungsweise, wenn wir so ein Safe Place haben, die bleiben dann nur im Wasser und ja, können sich langsamer bewegen und sich auch nicht so verteidigen, wie sie es eigentlich gerne hätten. So, hier sind wieder Samen und Getränke. Sehr gut. So, wieder auftauchen. Ja, es wird langsam, ne? Wenn wir uns einen Rucksack bauen, haben wir natürlich mehr Platz im Inventar. Die Schwertfische lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Die tun uns ja auch nichts. So, hier. Klamotten. Natürlich Röcke, ne? Für einen Mann ist das natürlich ganz, ganz toll, Röcke zu finden. Aber gut, jeder hat ja da seinen eigenen Geschmack. Ich kann ja für euch gerne mal so einen Rock anziehen, wenn ihr das wollt. Also, als, ne, mein, der Avatar hier. Nicht ich persönlich. Ne? Da habe ich doch was dagegen. So. Komm, das ziehen wir uns mal an hier. Als Hose. So. Jetzt haben wir einen Rock an. Schön. Bringt nicht viel. Sieht einfach nur gut aus. Oh Mann. Dreizehn Uhr schon wieder. Hier ist nochmal eine rote Alge. Ne, die werden später, wie gesagt, wichtig, wenn es nachher geht um Kämpfen und Gesundheit regenerieren und sowas. Da wird das ganze Zeug dann wichtig. So, hier nochmal fix durchlooten. Okay, und jetzt wieder auf dem schnellsten Wege hoch. Weil ihr seht, die Gesundheit geht runter. Ne? Es wird dann auch immer dunkler. Ich hatte auch schon das gehabt, dass ich in einem Gebäude war und nicht mehr rausgefunden habe und dann wirklich panisch wurde, weil meine Gesundheit immer weiter runterging. Ich hab keinen Sauerstoff mehr gehabt. Und da wirst du wirklich panisch, ne? Auch wegen die Geräusche, die er hier macht. Die sind wirklich recht realistisch. Also, das ist auf jeden Fall ein Moment, den man nur einmal erleben möchte. So, hier ist noch was. Ja, Nahrung, Samen. Hier nur Holz. Also Möbel sind nur Holz, ne? Da braucht ihr nicht irgendwie denken, dass in so ein Schubfach jetzt hier eine Wald da drin ist oder so. Sondern es ist wirklich nur Holz, was ihr da abbauen könnt. So. Benzin bekommt man manchmal, wenn man Glück hat, auch. Darum schaue ich immer, ob ich vielleicht noch ein bisschen Platz habe. Benzin wird auch sehr, sehr wichtig werden. Also da werdet ihr euch die Finger danach lecken, wenn ihr Benzin findet. So, ich würde sagen, wir gehen wieder zur Base und schauen mal, ob wir jetzt mittlerweile schon ein Boot zusammenbauen. Weil in diesem Spiel, das ist das Schöne, geht es relativ schnell, dass man sich Sachen zusammenbauen kann. Und vor allem werde ich mal eine Fahne platzieren, damit wir direkt sehen, wo wir hin müssen. Denn es ist schon nervig, immer mal zu gucken, wo denn die Base ist. Wenn wir jetzt so eine Fahne platzieren bei uns, dann haben wir ein Fähnchen immer, also sehen wir immer ein Fähnchen, wo wir hin müssen, um unsere Base zu besuchen. Ist nochmal eine rote Alge, die möchte ich auch nicht stehen lassen. Oder sehr ungern stehen lassen. So, dann war hier noch ein Auto, das können wir auch gleich noch mitlooten. Liegt ja bei uns auf dem Weg. Nehmen wir also direkt mit. Da haben wir schon Benzin, siehst du. Das hau ich mal weg hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber das Benzin hätte ich gerne. Okay. Denn wir haben oder wir werden später Dinge haben, die hier eben nur mit Benzin funktionieren. Wie zum Beispiel Generatoren, Motorboote. Da braucht ihr dann das Benzin. Wichtig ist auch,
Ihr werdet quasi vorgewarnt, wenn ihr angegriffen werdet. Darum nicht so viel mit Kumpels schnacken, wenn ihr gerade hier in Zankenland unterwegs seid. Denn die Musik verändert sich. Die wird hektisch und laut. Und dann wisst ihr alles klar. Hier irgendwo ist jemand, der mir was Böses will. Ne? So, wir gucken es erstmal hier unten. Klebeband haben wir schon drin. Das haben wir schon drin. Weil was wir hier drin haben, das wird immer nur aufgefüllt. So, dann hier neunmal. Na gut, machen wir so hier. Das nehmen wir wieder mit. So, und hier hauen wir dann den Rest rein. Benzin. Glas. Gummi. Die Algen nehme ich mal mit. Da möchte ich gerne Medizin draus machen. Die Samen kommen komplett hier rein. Und Stoff, genau. So, Boot wollten wir haben, ne? Also schaue ich mal wegen Boot. Was wir uns dann bauen können. Segelboot können wir uns bauen. Brauchen wir zweimal Seile, Holz und achtmal Stoffe. Wir brauchen aber auch Seile. Stoff haben wir 14 Mal. Aber auch keine Seile hier, ne? Nee. Gut, das heißt, wir holen jetzt erstmal Holz. Irgendwo. Hier wird doch irgendwo noch ein Baum stehen. Keine Bäume mehr. Mann, bin ich arm dran. Na gut, wir müssen ja sowieso runter. Da ist noch eine Holzplanke gewesen, die wir wohl nicht mitnehmen konnten. So, wie viel brauchen wir für so ein Boot? Mal gucken. Ja, haben wir zusammen. Ja, gut. Stoff wird knapp, weil wir brauchen ja noch zwei Seile. Und da würden wir jetzt auch Stoff verwenden müssen, um die Seile herzustellen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal tauchen. Wir haben ja Zeit, ne? Ist ja jetzt noch nicht so spät, wo man sagen muss, oh, jetzt aber mal langsam beeilen. Wir haben noch Zeit. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Stoff ran. Mal gucken. Oh, guck mal hier. Ja, so langsam sieht er fast gut aus. So, den Quatsch mache ich übrigens nur für euch, ne? Ich persönlich finde das Potten hässlich. So, Luft holen. Übrigens, Pfeil und Bogen könnt ihr unter Wasser nicht benutzen. Das klappt nur, wenn ihr über Wasser seid. Oder an Land. Aber unter Wasser geht das leider nicht. Das. Hier auch wieder Metallschrott. Neues Gebiet entdeckt. Supi. Bringt mir nur gerade nichts. So, jetzt noch mal kurz hoch. Hier war übrigens auch der Ort, wo ich meine Base im Stream bei TikTok gebaut habe. Das werden wir hier wahrscheinlich auch wieder machen, weil der Ort sieht echt gut aus hier. Okay, auch wieder Stoff dabei. So. Wenn wir genügend Eisen zusammen haben, können wir ja hier schon mal ein, ja, wie sagt man das? Ein Element bauen und schon mal eine Fahne hinstellen, damit wir wissen, wo wir hin müssen nachher. So, Hunger und Durst hat er, sehe ich gerade. Hier haben wir jetzt Glas. Hier wieder Holz. So, mal gucken. Zwei Seile brauchen wir. Okay, Inventar ist voll. Nicht schlimm. Die Dinger können weg. Seil, Seil. Finde ich geil. So. Boot. Stellen wir hier hin. Und jetzt können wir schon hier in der Holztruhe die Sachen reinschmeißen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ihr seht auch, ne? Man hat hier recht viel Platz.
und kann direkt vom Boot wieder ins Wasser rein. Spart Zeit und Energie und Weg und eigentlich alles. So, hier noch irgendwas? Nee. Den gehen wir hier hin. So. In manchen Brunnen kann man hier auch tauchen, würde ich aber ohne Tauchausrüstung nicht unbedingt empfehlen. Also man kommt zwar da an, ne, wo man auch immer hin möchte, aber ich würde es nicht empfehlen, weil die Wege sehr, sehr lang sind. Und ich weiß nicht, ob es manchmal Dinge gibt, wo man 3 Viertel seiner Luft verbraucht, um hinzukommen. Und ob es denn da irgendwo einen Ort gibt, wo man auftauchen kann, um wieder frische Luft zu holen. Also da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ne? So, hier. Nee, aber hier ist was. Wieder Metallschrott. Meine Gesundheit lässt auch recht stark zu wünschen übrig. So, dann können wir auch die Kiste hier wieder einsammeln, ne? Irgendwann brauchen wir das. So. Okay. Ja, ich denke mal, wir werden dann Fahrgast, Fahrgast, Fahrgast warten. Hoppla. Ich denke mal, wir werden dann beim nächsten Mal. Da fährt er auch, oder was? Segelsitz mit R. Okay. Ja, 40 km/h. Es geht. Ist jetzt nicht das Schnellste. Aber immerhin. Ne? Und dann können wir dann beim nächsten Mal dort schon mal was bauen, dass wir schon mal so einen Anfang haben. Ja, damit wir wissen, wie viel brauchen wir ungefähr noch und so. Na, noch ein bisschen. Das Segelboot ist jetzt nicht schlecht, ne? Also, ich habe das noch nicht gehabt. Das Segelboot. Aber finde ich so jetzt nicht übel. Also, ich bin überrascht. So, wie stehe ich wieder auf? Beenden mit C. Okay. So, unser Segelboot haben wir hier. Essen, trinken ist ganz, ganz dringend gerade. Pfeile haben wir auch über 30 Stück. Ist ja auch schon was wert. Also verteidigen können wir uns, ne? Wir haben Speer, wir haben Pfeil und Bogen und wir haben einen Ort, wo wir einigermaßen sicher sind. So, trinken. Und hier unten. Ja. Ja. Was haben wir hier noch? Das können wir hier noch reinschmeißen. Was können wir noch reinschmeißen? Sieht schlecht aus. Den Rest. Okay, dann haben wir das. Was zu essen habe ich ja auch noch drauf. Das passt ja wunderbar. Werde ich mir gleich mal einverleiben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da bauen wir dann, wie gesagt, da hinten schon mal unsere kleine Insel auf. Ne? Dass wir so einigermaßen sicher sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Bis dann. Euer Sippo. Ciao.